Ja, upsala. Meine Damen und Herren, zunächst mal vielen Dank für die Einladung, Herr Gerbig. Frau Seelig, vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich möchte Sie alle auch im Namen der Gemeinde Waldems hier recht herzlich begrüßen. Das wird natürlich jetzt ein bisschen schwer, weil ich habe vorhin gehört, um 20 Uhr möchte man fertig sein. Das heißt, ich habe noch minus 8 Minuten Zeit, um diesen Zeitplan einzuhalten. Das könnte ein bisschen eng werden. Ich werde mich aber bemühen. Ich habe, wie Sie sehen, keine Karteikarten oder eine Rede vorbereitet, sondern ich mache das mal so aus der Fassung und versuche, ein bisschen Zeit zu sparen. Ehrenamt. Wer meine Vita kennt oder gelesen hat oder irgendwann mal mitbekommen hat, weiß, dass ich da relativ breit aufgestellt war schon immer, nicht nur in der Kommunalpolitik, im Brandschutz. Ich habe lange Jahre auch Sport betrieben mit deutlichem Engagement. Das ist mir also schon auch eine Herzensangelegenheit. Ich durfte dann einen Teil meines Ehrenamts zum Beruf machen. Das ist auch eine nette Sache, das schafft auch nicht jeder. Ist eine tolle Sache. Waldems im Ehrenamt. Ohne Ehrenamt ginge hier wenig. Das muss man einfach sagen. Eine kleine Gemeinde mit, Achtung, 5.300 Einwohnern, nicht 3.500 Einwohnern, kann sich dennoch bestimmte Strukturen hauptamtlich überhaupt nicht leisten. Wir müssen den Brandschutz sicherstellen. Das können wir nicht hauptamtlich. Das können wir nicht bezahlen. Diese Grundsteuer oder Gewerbesteuer oder was auch immer, Brandschutzsteuer, die möchte keiner von Ihnen bezahlen. Das können wir nicht leisten. Das geht nur im Ehrenamt. Weite Teile von Jugendarbeit, und da denke ich an unsere Sportvereine ganz wesentlich, auch wieder an die Feuerwehren, aber auch an andere Vereine. Auch das kann eine kleine Gemeinde kaum hauptamtlich stemmen. Da sind wir sehr, sehr froh, dass wir engagierte und gute, gut aufgestellte Vereine hier in Waldems haben. Und wir sind auch sehr froh und sehr stolz darauf, dass wir Unternehmen haben, Unternehmer haben, die das Ehrenamt schätzen und es unterstützen. Die stellen Mitarbeiter für den Brandschutz frei. Wenn denn tagsüber, ich sage mal ganz despektierlich, die Shell bimmelt, dann ist auch jemand da. Das heißt, die dürfen vom Schreibtisch, von der Werkbank wegrennen und sind dann halt mal 2 Stunden lang irgendwo in Waldems unterwegs und sehen zu, dass sie Menschen helfen, die in Not sind. Das sind Unternehmer, die den Sportverein finanziell unterstützen, die einem Mitarbeiter ermöglichen, einen Lehrgang zu besuchen oder. Und sie sind schlicht und ergreifend präsent und sie engagieren sich für das Gemeinwesen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin jetzt an Jahren noch nicht ganz so alt, kann aber trotzdem schon eine ganze Zeit lang aufs Ehrenamt zurückblicken. Und ich glaube, wir haben ein bisschen Veränderung. Früher war Ehrenamt einmal im Verein, immer im Verein und permanent engagiert. Das war stärker ausgeprägt, als das vielleicht heute ist. Heute haben wir stärker, ich nenne es mal situatives Ehrenamt. Da ist ein super spannendes Thema, da ist vielleicht auch ein Anknüpfungspunkt, weil man kleine Kinder hat und man ist dann gerade mal im Fußball engagiert und dann bleibt man dort für 15 Jahre hängen und wenn die Kinder dann irgendwie da rausgewachsen sind, ist man auch wieder weg. Es geht vielleicht ein spannendes Thema, Umgehungsstraße hier in Esch, da hat sich eine ganz lebendige Bürgerinitiative gefunden, die dankenswerterweise und auch mit großem Erfolg sich eben nicht nur um die Bürgerinitiative und um die Arbeit und den Kampf um eine Umgehungsstraße bemüht hat, sondern auf einmal gab es den Esch- und Glühweinumtrunk, auf einmal gab es ein Weißwurstfrühstück, das gab es vorher nicht. Das haben die natürlich immer mit dem Thema verbunden, der Umgehungsstraße, aber das hat auch für das Dorfleben, selbst für jemanden, der, und ohne jetzt zu nahe treten zu wollen, dem die Umgehungsstraße total egal ist, weil er vielleicht gar nicht in Esch wohnt. Der ist aber dann mal hier hingegangen und hat gesagt, ach, ich esse eine Weißwurst. Oder ich gehe einen Glühwein trinken, weil das Wetter toll ist. Das ist auch ein toller Effekt, aber das ist situatives Ehrenamt. Das hängt an diesem Thema und dann geht es eventuell auch wieder verloren. Das dürfen wir aber nicht als Katastrophe wahrnehmen, sondern wir müssen das wahrnehmen als Gewinn für die Zeit, wo das lief und müssen gucken, dass wir es erhalten, solange es geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann ist das halt so. Wir hatten hier 19 Jahre lang das NABU-Apfelfest. Diese Veranstaltung war ein großer Erfolg, die ist letztlich an ihrem Erfolg zugrunde gegangen, weil eine Veranstaltung mit 3.000 Besuchern ehrenamtlich kaum noch zu stemmen war. Und der Verein irgendwann sagen musste, also entweder sind wir jetzt Apfelfestverein oder Naturschutzbund und kümmern uns um Naturschutzarbeit, weil einfach keine Kapazitäten mehr da waren, um das zu machen. Das muss man zur Kenntnis nehmen, da darf man ein bisschen traurig drüber sein, aber dann muss das Leben weitergehen. Wir haben im letzten Jahr auch hier in Waldems, aber nicht nur in Waldems, erlebt, was situatives Ehrenamt bedeutet.
Da waren auf einmal Flüchtlinge da. Wir haben hier in Waldems die ersten 8 Personen untergebracht und haben einen Arbeitskreis Asyl gegründet und hatten auf der ersten Runde dieser Veranstaltung 50 hilfswillige Menschen. Das heißt, wir hätten da eine sehr individuelle Betreuung leisten können. Das hat man dann am Anfang sogar ein Stück weit bremsen müssen. Mittlerweile sind wir sehr, sehr froh, dass das 50 sind. A, bringen die unterschiedlichste Talente mit, von handwerklichem Talent, von Sprachkenntnissen und. Und vor allen Dingen kann man die Arbeit ganz toll verteilen. Und ohne Ehrenamt hätten wir das nicht hinbekommen im vergangenen Jahr. Auch das hätten wir hauptamtlich nicht leisten können. Und das muss man immer wieder sagen. Und da kann man auch nicht oft genug Danke sagen, auch wenn der Politik oftmals nicht mehr bleibt, als Danke zu sagen. Weil die Sonntagsrede, auch wenn sie donnerstags gehalten wird, das ist die Anerkennung und den Dank, den wir bringen können, weil wir können es mit Geld schlicht nicht lösen. Weil dann sind wir in der hauptamtlichen Struktur und dann sind wir wieder genau da, dass wir es nicht leisten können. Es ist leider Gottes so. Insofern, Ehrenamt ist wichtig, Ehrenamt muss wertgeschätzt werden und Ehrenamt muss immer eine Anlaufstelle haben. Und da ist die Gemeinde, denke ich, der nächste Ansprechpartner. Und ich glaube, die Gemeinde Waldems hat eine gute Tradition darin, das Ehrenamt ernst zu nehmen und ein Ansprechpartner zu sein. Wir sind klein, das hat aber auch den Vorteil, dass man sich kennt und dass die Türen im Rathaus in der Regel relativ weit offen stehen. Wenn das mal nicht so ist und es ist meine Tür, dann schimpfen Sie über mich. Wenn es eine Tür eines Kollegen von mir ist, dann kommen Sie zu mir. Das mal als klares Angebot. Das gilt übrigens auch für nicht ehrenamtliche Gewerbetreibende. Wenn es mal irgendwo drückt, wir können keine Wunder vollbringen, aber ein bisschen helfen können wir schon und das werden wir uns auch immer bemühen drum. Ich will Sie jetzt nicht allzu lange von diesen Rechauss dort hinten abhalten. Aus dem Grund will ich erst eigentlich mal dabei bewenden lassen, ein wichtiges Thema des heutigen Arbeits ist, nicht nur hier vorne zu reden, sondern miteinander zu reden, vielleicht das ein oder andere mitzunehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn das uns heute Abend gelingt. Vielleicht hat auch noch einer irgendwie eine spannende Idee, was man eigentlich noch so anstellen könnte. Wäre auch sehr schön. Ich habe keinen Check mitgebracht. Ich habe aber mich dafür eingesetzt und es sieht sehr, sehr positiv aus, dass wir im Haushaltsplan des Jahres 2016 einen gewissen Betrag für eine Verbesserung der Breitbandanbindung in dem letzten Stück Gewerbegebiet in Waldems, was noch nicht so gut angebunden ist, hinbekommen. Und meine ehrenamtlichen Kollegen, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, haben mir dazu gestimmt. Und am kommenden Dienstag haben wir unsere finale Runde. Und dann werden wir schauen, dass wir dieses Thema angehen. Das kann ich Ihnen zusagen. Ich glaube, da hat konkreter Herr Gerbig jetzt ein bisschen mehr davon, als wenn ich ihm einen Check mitgebracht hätte. Und ich glaube, dann haben wir unser Soll erfüllt. Da hätte ich wahrscheinlich Ärger bekommen. Abschließend möchte ich dem Peter Beuth noch eins zustimmen. Am 6. März ist Kommunalwahl. Das sind Ehrenamtliche. Nehmen Sie sie nicht in Haftung für die Bundespolitik, auch wenn Ihnen manches nicht stimmt, die können da all miteinander nichts dafür. Und egal, was Sie wählen, gehen Sie wählen. Das ist wichtig, weil das ist nämlich Ihre Sonntagsrede, die Sie diesen Menschen, die sich für das Gemeinwohl der Gemeinde Waldems oder des Kreises einsetzen, bringen. Gehen Sie wählen, machen Sie Ihr Kreuzchen und setzen Sie ein Signal, dass Ihnen das nicht egal ist, dass sich Menschen engagieren. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.